Wir sind hier am See Genezareth heute und erkunden die Umgebung vom See. Und hier ist ja vieles passiert, was wir in der Bibel lesen. Hier hat Jesus gelebt, hier hat er seinen Alltag verbracht, hier hat er Wunder getan und hier ist sehr viel passiert. Zum Beispiel die Speisung der 5000 und der 4000, Berg der Seligpreisung, Kapernaum, Gassara und Bethsaida, all die Dinge, die wir auch schon zum Teil gesehen haben. Und heute waren wir auf dem Schiff auch und es ist einfach wunderbar, das zu sehen hier, wie Jesus gelebt hat und wie er auch diese Gleichnisse benutzt hat, um den Menschen sein Reich zu erklären. Ja, die Andacht auf dem Schiff und der Lobpreis, das war einfach wunderbar. Es war so eine Gegenwart Gottes da und die Predigt war über Petrus, der aus dem Boot ausgestiegen ist, als Jesus gesagt hat, komm. Und das konnte man sich sehr gut vorstellen. Das Wetter war auch nicht ganz so schön, aber auch sehr angenehm. Und da konnte man das sich gut vorstellen. Heute Nacht hatten wir ein Gewitter, also schon ein bisschen ähnlich, wie es da war. Und wir werden dann heute Abend wieder einen Gottesdienst haben und werden für die Leute beten, die sehr verlangend sind nach Veränderung und nach Wunder, die sie erleben wollen. Also, bis bald. Bis bald.